Dirksen Photography und zum Tagebuch eines Fotografen. Der April ist vorbeigezogen, wir sind schon im Mai und ich bin euch ein Video schuldig aus dem letzten Monat. Ich habe mir diesmal Notizen gemacht, was überhaupt alles passiert ist, damit ich nichts vergesse. Und ich fange einfach mal an mit den Sachen, die ich gemacht habe. Zum einen, was ganz interessant war, eine Fotografin, Olga Unger, hat mir geschrieben und hat gesagt, sie möchte mich interviewen. Und sie ist extra nach Bremen gekommen, direkt nach einer Hochzeit am Samstag in Hamburg, Sonntag dann nach Bremen zu uns, um mich zu interviewen. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Ich packe den Link zum Video, das Interview ist online, unten in die Beschreibung. Wir reden über Fotografie, wie man anfängt, wie ich angefangen habe, was passiert, wenn es schwierig wird, wie kann man trotzdem erfolgreich sein für sich mit dem, was man gerne macht, bei mir die Fotografie. Olga ist selber Fotografin, viel auf Hochzeiten unterwegs mit Fotografie, Videos, hat ein Team mit dabei, gibt auch Workshops über Fotografie, also gerne mal vorbeischauen. Olga Unger, Facebook, Instagram, YouTube, die üblichen verdächtigen Plattformen. Das war ein sehr schöner Moment. Das ist eine sehr schöne Geste, wenn jemand auf einen zukommt, um einen zu besuchen und zu interviewen. Das ist irgendwie was sehr Schönes, was noch nicht so oft passiert ist, aber was ich gerne öfter machen würde, wenn Anfragen kommen. Dann haben wir wieder ein paar Tanzvideos gemacht. Das ist was Privates, Persönliches. Wir haben das Baby bekommen. Anna tanzt sehr gerne und dann dachten wir, komm, Wetter ist schön, lass uns noch mal ein paar Musikvideos machen, sozusagen. Ich habe auch andere Tanzevents fotografiert diesen Monat, wie letzten Monat auch. Das sind oft, ich sag mal so, halb private Sachen, wo dann Leute, die ich kenne, weil ich selber auch in Tanzkursen war, wo ich dann gesagt habe, komm, ich komme mit und mache Bilder und dann könnt ihr das nutzen für Werbung. Es gibt verschiedene Bereiche in der Fotografie für mich, die ich nutze. Hochzeitsfotografie ist Business, Street Photography ist Business, YouTube ist Leidenschaft. Und manchmal gibt es Leute, die etwas mit Leidenschaft machen, wo ich gerne helfe. Wenn ich Freunde habe, die zum Beispiel gerne tanzen, die Tanzlehrer sind und die machen ein Event, dann helfe ich gerne mit Fotos, mit dem, was ich gerne mache. Und ich mache das sehr günstig. Mir ist wichtig, dass die Leute tolle Bilder haben. Und wenn sie es mit Herz machen, sollen sie da auch nicht viel für zahlen. Eine Taufe. Viele Hochzeitspaare getroffen, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten heiraten, nochmal sich sehen, ne? Wie sah der Fotograf aus und für mich, wie sah eigentlich nochmal das Paar aus, den Tag durchgehen. Hin und wieder nehme ich die Kamera mit, ich habe die dann immer dabei und manchmal, wenn das passt, sage ich, komm, lass uns nochmal ein paar Fotos machen, damit nicht nur wir reden, sondern damit ihr nach Hause geht heute mit ein paar schönen Bildern. Einfach so, egal wie die Leute aussehen. Wenn sie eine schöne Emotion haben, schönen Ausdruck, dann ist egal, ob Make-up da ist oder nicht oder was für Klamotten die Leute tragen. Ich habe weitere Bilder gemacht mit der Canon 6D Mark II, die auch filmt. Ich filme jetzt hier mit dem 35mm Sigma Art-Objektiv bei f1.8. Ich kann mal offen gehen auf 1.4. Jetzt ist f1.4 und wir haben Fotos gemacht. Einmal ich alleine hier sogar, wo ich jetzt gerade stehe, mit Fernauslöser und da sind echt coole Bilder bei rausgekommen. Ich dachte mir, als Fotograf hat man selten Bilder von sich selber, deswegen dachte ich mir, ich mache mal Bilder von mir selber und ich finde, da sind echt tolle Bilder rausgekommen. Super easy, super schnell, sehr rucki-zucki. Dann haben wir das gleiche nochmal gemacht, aber mit Anna und mit Baby, mit Kinderwagen. Wir haben zwei Kinderwagen, einen für den Alltag, das ist der, den Anna gekauft hat und dann einen Kinderwagen für die Fotografie, für die Leidenschaft, ein ästhetisches Gerät, eine Ästhetik, keine praktische Sache. Der erste Kinderwagen, den Anna hat, der ist praktisch. Da kann man in den Regen gehen, in den Wald, alles machen, ganz egal. Der andere ist elegant, ist ästhetisch, ist leidenschaftlich, ist Lebensqualität. Und den habe ich gekauft für Fotografie und wir müssen den ja auch mal nutzen. Also ab in den Park und ein paar Bilder machen. Kamera auf Stativ, wie jetzt auch. Fernauflöser drauf, ich drücke auf den Knopf und schon habe ich ein schönes Familienbild. Als ich auf einer dieser Tanzevents war, hat eine Freundin mich mal gefragt, wie das ist eigentlich, ein Fotoshooting zu machen. Sie hat Lust, Bilder von sich zu haben. Und ich bin immer noch an dem Videokurs Meister deine Kamera, den wir eigentlich in Spanien gedreht haben. Aber es fehlten noch ein paar Shootings. Deswegen dachte ich, komm, lass uns doch zusammen diesen
ein Shooting machen und ich filme das und ich erzähle ein bisschen dabei. So haben wir das gemacht, wir haben uns getroffen, sind ein bisschen so rumgelaufen und ich denke, da sind auch sehr schöne Bilder von Nadine dabei rausgekommen. Ich blende immer mal so ein paar Sachen ein, damit ihr seht, wie das aussieht. Die Bilder, die ich jetzt einblende, sind bearbeitet. Ich packe auch noch mal unbearbeitete rein, die sehen eigentlich sehr ähnlich aus. Ein bisschen mehr grün, die bearbeiteten sind ein bisschen mehr rostig von der Farbe, ein bisschen mehr goldig. Ist eine Stilsache, ist Geschmackssache. Aber die Bilder unbearbeitet aus der Kamera finde ich schon toll. Und das ist ja der Sinn des Videokurses. Tolle Bilder direkt aus der Kamera, ohne jegliche Bearbeitung. Street Photography haben wir auch gemacht. Hochzeiten, das war der April. Das war der April von meiner Seite, was ich gemacht habe. Vielleicht noch als Inspiration ein paar Geschichten. Ich habe dir im letzten Video Sachen von mir erzählt, jetzt erzähle ich dir mal Sachen von anderen Leuten und wir gehen mal in den Bereich Hollywood, Filme. Und wir fangen mal an mit einer schönen Geschichte. Es ist ein Junge und er ist 7 Jahre alt und mit 7 Jahren sagt er sich, ich will Schauspieler werden. Und dann fängt er an zu Schauspielern, Theater. Und er macht das mit 7 und mit 8 und mit 9 und mit 10 und mit 11 und mit 12 und mit 13 und mit 14 und mit 15. Und dann sagt er sich irgendwann, so wenn ich mit 18 Jahren noch nicht bekannt bin, höre ich auf. Dann habe ich es über 10 Jahre gemacht, dann war es das. Und dann wird er 18 und er sagt sich, verdammt, ich bin noch nicht bekannt. Ich gebe mir noch 3 Jahre, bis ich 21 bin. Wenn ich mit 21 noch nicht bekannt bin im Bereich Schauspielerei, dann höre ich auf. Dann mache ich was Normales. Dann suche ich mir was anderes. Und dann wird er 21 und ist immer noch nicht bekannt, verdient nicht mal Geld damit, obwohl er das schon seit über 10 Jahren macht. Und dann wird er 25 und dann wird er 30 und mit 30 Jahren, mit 7 Jahren angefangen, mit 30 Jahren verdient er das erste Mal Geld mit der Schauspielerei. Und hier ist, wie das zustande kommt. Mit Mitte, Ende 20. Dann nimmt er sein Geld, was er hat, $3.000, und macht einen eigenen Film. Er schreibt das Drehbuch, er organisiert alles, er spielt mit, er macht Kamera, er macht alles. Warum? Weil er nur $3.000 Budget hat. Das heißt, er kann nicht Leute bezahlen. Mach mal Kamera, mach mal Licht, mach mal dies, mach mal das. Er muss das selber machen. Es ist sein Baby. Mit $3.000 Budget filmt er an einem Wochenende, weil für mehr hat das Geld nicht gereicht, an einem Wochenende einen Film. Dieser Film schafft es nach Cannes Filmfestspiele. Dieser Film wird gesehen von Steven Spielberg. Steven Spielberg sagt, oh, mir gefällt der Film, mir gefällt der Schauspieler, ich gebe ihm eine Rolle in einem meiner nächsten Filme. Dieser 7-jährige Junge verdient das erste Mal Geld mit 30 Jahren. In einer Nebenrolle in dem Film Der Soldat James Ryan von Steven Spielberg mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Saving Private Ryan. Ungefähr im Jahr 1998, 99. Er verdient das erste Mal Geld damit. Vor 18 Jahren. Im letzten Jahr, 2017, war er der dritterfolgreichste Schauspieler der Welt mit einem Wochengehalt durchschnittlich von $800.000 jede Woche. Diese Woche kriegt er Sonntag $800.000. Nächste Woche kriegt er sonntags $800.000. Das ganze Jahr über. Jede Woche $800.000. Und wenn man jetzt denkt, wenn du den jetzt siehst, denkst du, oh, hier, der hat's ja gut, ne? Der hat das ja einfach. Aber er selber sagt, die Zeit bis zu meinem 30. Lebensjahr war ich eigentlich fast nur arbeitslos und arm. Und dieser, wenn du jetzt den Namen hörst und du ein bisschen so Hollywood guckst, dann wirst du wahrscheinlich Filme von ihm kennen. Und der Junge, der 7-jährige Junge, heißt Vin Diesel. Im letzten Jahr kam ein Star Wars Teil raus und der Star Wars Teil hat $1.2 Milliarden umgesetzt. Vin Diesel kam raus mit Fast and Furious 8 und hat mehr Geld umgesetzt als Star Wars. Der Fast and Furious Teil war erfolgreicher als der Star Wars Teil. Fast and Furious, der 8. Teil, hat über $1.2 Milliarden eingebracht. $1.27 Milliarden. Und deswegen
Wenn du so viel Geld einbringst mit einem Film, dann kriegt der Hauptdarsteller einen großen Teil. Deswegen auf die Woche gerechnet, 50 Wochen lang, $800.000 pro Woche. Und ich kann viel lernen aus dieser Geschichte. Zum einen, es braucht Zeit, um erfolgreich zu sein. Es braucht manchmal sehr viel Zeit, um dahin zu kommen, wo du hinkommen möchtest. Und du musst sehr viel leiden, um dann eines Tages grinsen zu können und sagen können, oh, jetzt ist das Leben schön. Damit du ein schönes Leben hast, musst du manchmal durch das Drama gehen. Du musst manchmal das Drama umarmen. Das Drama gibt dir die Energie, die Power, die du brauchst, um deine Träume zu erreichen. Das Drama, was Vin Diesel hatte, war, er hat keine Rollen gekriegt, niemand wollte mit ihm arbeiten, dann sagt er sich, dann muss ich meinen eigenen Film machen. Und Steven Spielberg sieht den Film. Und der Film kriegt Aufmerksamkeit in Cannes. Und dadurch kriegt er seine erste Rolle. Und danach kam Pitch Black, Fast and Furious, Baby Nator, Triple X und die anderen Filme. Und wenn du denkst, oh, der ist ja so groß, dritter, bestbezahltester Schauspieler 2017, dann kann ich dir sagen, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Wenn du dir anguckst, was er jetzt gerade macht, jetzt in dem Moment, er arbeitet an drei Projekten. Triple X 4, Fast and Furious für 2020 und Fast and Furious für 2021. Das sind die Projekte, wo er jetzt gerade dran arbeitet. Und es kann durchaus sein, dass wenn Triple X 4 rauskommt und im selben Jahr Fast and Furious, dass er weitaus mehr verdient als nur 800.000 pro Woche. Das mal als Inspiration. Das heißt, wenn du irgendwo bist und etwas erreichen willst, dann musst du... Du brauchst Vorbilder. Vorbilder sind Geschichten, sind rote Fäden. Rote Fäden, die irgendwo anfangen, in der Armut, Leute mit Geld, wenig Geld, Leute, die gut aussehen, Leute, die nicht gut aussehen. Und die einen roten Faden durchlaufen über viele Momente. Wenn ich sage Momente, können das Jahre sein oder Jahrzehnte. Vin Diesel brauchte Jahrzehnte, um mit seinem Traum überhaupt Geld zu verdienen. Und zwar nicht viel Geld, sondern überhaupt etwas. Und heute ist er einer der erfolgreichsten Schauspieler der Welt. Und vielleicht inspiriert dich das. Ich weiß, wenn ich groß werden will in der Fotografie, kann das durchaus 12 Jahre brauchen. Oder 17 Jahre. Oder 20 Jahre. Wir haben uns, ich glaube im Januar-Video, habe ich darüber geredet, über Sue Bryce. Meine Freundin hat mir einen Videokurs geschenkt. Ich blende jetzt mal ab auf 2.0. Ein Videokurs von einer Fotografin. Und der Videokurs wurde damals, Weihnachten, 70.000 Mal verkauft. Zu einem Preis von über $200 macht $14 Millionen. $14 Millionen für einen Videokurs. Gucke ich heute auf die Plattform, hat der Kurs nicht 70.000 Studenten, der wurde nicht 70.000 Mal gekauft, sondern 80.000 Mal. Das heißt, 10.000 Verkäufe fanden statt von Weihnachten bis jetzt Ende April. Januar, Februar, März, April. In 4 Monaten wurden 10.000 Mal der Kurs verkauft. Nicht als echte DVD oder als echtes Produkt, sondern als Download, als On-Demand-Video. Und dann, wenn ich mir überlege, also wenn der Kurs $200 kostet und 10.000 kaufen das, dann sind das nochmal $2 Millionen in den ersten 4 Monaten des Jahres. Für einen Kurs, den sie vor Jahren gemacht hat. Das heißt, sie verdient in 4 Monaten $2 Millionen mit einer Arbeit, die sie vor Jahren gemacht hat. Sie sieht heute gar nicht mehr so aus wie in dem Kurs. In dem Kurs hat sie Gewicht. Wenn du sie heute siehst, auf ihrer neuen Plattform, wo du auch ihre Kurse kaufen kannst, da ist sie schlank. Sie ist super... voller Lebensfreude. In dem Videokurs, den ich da habe, ist sie dicker und ein bisschen hat eine andere Ausstrahlung. Und das finde ich super interessant. Denn ich weiß, sie hat angefangen mit unter 20 und ist jetzt über 40. Das heißt, sie macht das seit über 25 Jahren. Und wenn ich überlege, ich mache Fotografie seit 4 Jahren, wo kann ich sein, wenn ich das 25 Jahre mache? Das ist die interessante Frage. Und die Antwort finden wir auf der Welt. Welche Leute machen Fotografie 25 Jahre lang? Zum Beispiel Sue Bryce. Und was macht sie? 2 Millionen in 4 Monaten mit einem Kurs. Und sie hat viele Kurse. Und das nur mit dem einen, den ich kenne. Das war's.